was dort draußen lauert. Wir können uns an niemanden sonst wenden. Ihnen sind sicher, eurem Dorf droht keine Gefahr mehr. Wirklich? Ha! Beim Licht! Ihr wurdet vom Himmel geschickt. Oh, es tut mir leid, aber wir haben kein Geld. Dafür haben wir heißen Eintopf, gute Gesellschaft und... Bleibt auf ein Getränk. Beim Blut der Mutter. Beim Körper der Mutter. So. Werdet ihr ihre Herrlichkeit bezeugen? Ist das echt? Und erkennt, wozu ihr bestimmt seid. Sprengt eure Ketten und erblüht in freiester Sünde. Sie sind erwacht, Mutter. Die ersten von vielen. Geh zur Trockenstelle und setz deine Vorbereitungen fort. Nun beginnt unser wahres Werk. Okay. Dann auf zum Eremiten. Und natürlich Hallöchen, Popöchen. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe parallel meinen neuen Char eingestellt. Also bei jedem Char, den man jetzt neu startet, ist sozusagen die Story gleich. Also es kommt immer diese Sequenz, dass man hier im Wald ist. So, wir müssen jetzt hier lang. Genau, wir müssen jetzt natürlich den Eremiten finden. Was ist denn das? Materie von Lilith? Oh, ist das... Oh. Okay, was habe ich jetzt für eine Verbesserung bekommen? Geschicklichkeiten werden für alle Charaktere diesen Bild um 2 erhöht. Herausforderungen anzeigen. Hä? Ach, Erfolge. Ah, ja, gut. Damit hätte ich rechnen müssen. Das habe ich gar nicht gecheckt. Was ich noch geändert habe, wir spielen, ihr seht es hier oben rechts, wir spielen auf Weltstufe 2. Ich habe auf Veteran gestellt. Ich bin mal gespannt, wie das so wird. Ob das jetzt zu schwer wird oder nicht. Sehen wir dann. Ich will es erstmal so spielen. Kriegen wir natürlich auch mehr Erfahrung. Aber wie gesagt, ich will halt erstmal gucken, wieso der Schwierigkeitsgrad sich unterscheidet. Es ist ein bisschen doof, dass die Karte immer noch so schnell aufgedeckt ist. Ist hier alles aufgedeckt. Hier ist irgendwie ein Zeichen. Schreien der Druckwelle. Eiskalter Keller. Das scheint ein Dungeon zu sein. Stufe 5. Ist aber alles noch optional. Ich muss es nicht machen. Wir gehen erstmal hoch zu diesen Altaren. Ja, das habe ich umgeändert. Und ich habe eingestellt... Oh. Hi. Ich habe eingestellt, dass man nicht in mein Spiel reinkommen kann. Also ich spiele wirklich komplett alone. Ich weiß nicht, ob das was bringt, dass ich die Dinger kaputt mache. Wie gesagt, es war ja so Diablo 3 war es ja so, dass man da Combo-Punkte gesammelt hat, die der Erfahrungspunkte erhöht hat. Fand ich aber ein bisschen lame. Ach, du Scheiße! Au, 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 au. Kaputt gemacht. Ja, jetzt habe ich keine Bällchen mehr. Oh, da. Das war... Ich hab's jetzt... Ich wollte jetzt nicht riskieren, zu viel aufs Maul zu kriegen. Deswegen habe ich gleich den Trank geschmissen. Aber wie gesagt, das ist jetzt, wie gesagt, eine Stufe höher. Deswegen... Ich frage mich, ob wie random das eigentlich sind. Weil ich muss sagen... Diese Karte hier war komplett gleich, also der Anfang war genauso wie in meinen anderen Char, den ich gestartet habe, was ich ein bisschen schade finde, weil Diablo hat mir eigentlich immer am meisten Spaß gemacht, wenn ich halt einfach ins Spiel komme und das ist der Altar der Druckwelle, okay. Nehmen wir ihn einfach mal. Was? Oh mein Gott, ich habe Monster generiert, okay. Schnell alle weg. Oder... Aber ich krieg da irgendwie so eine Druckwelle gerade immer ab. Achso, muss ich da drum rumlaufen um die Gegner dann? Warte mal, ich kann mich mal heilen. Das werde ich jetzt auch öfters machen, dass ich mich heile, um schnell die Flaschen einzusammeln.
Wie lange hält das? Warte mal. Überwältigt Gegner um mich herum. Okay, das ist so ein Zusatzeffekt. Ist aber immer neu, das kenne ich noch nicht. Komme ich hier weiter? Ne, hier ist die Straße kaputt. Hier komme ich definitiv nicht weiter. Ja, also wie gesagt, wir schauen uns das an, wenn ich den Schwierigkeitsgrad wieder runterdrehen sollte irgendwann. Es wäre möglich, wenn zum Beispiel irgendein Bosskampf zu schwer wird für mich. Dann, wie gesagt, Mechaniken lernen und so, das kann man. Aber ich will halt nicht gleich übertreiben. Also nicht leicht salty sein, weil ich es mache, aber es kann passieren. Wie gesagt, ich gucke erstmal, wie es so läuft. Ich habe aber hier nicht das Gefühl, dass die Kämpfe zu leicht werden. Bis jetzt sind sie genau richtig. Also nicht alles, glaube ich, komplett One-Shot und übermächtig und 1000 Fähigkeiten. So, das ist das erste Dungeon, was ich mal nebenbei machen kann. Und ich glaube, wir nehmen das einfach mit. Wir nehmen es mit, weil wir kennen es noch nicht. Hier unten, ich erkunde jetzt noch hier ein bisschen den unteren Bogen hier. Wo ist denn hier los? Ach, schon wieder dieses Zeichen hier. Haben wir hier wieder solche Verehrer. Friedhof. Oh. Oh, hier kommt man nicht rein. Schade. Wieder eine Art Kirche. Müssen doch bestimmt Untote rumhängen, oder? Wozu ist dieser Ort? Oh, hier sind sie. Ja, vielleicht hat das später noch Bewandtnis. Lieber benutzen als gar nicht benutzen. Weil, die paar Punkte, die man verloren hat, sollte man immer quasi wieder regenerieren. Das kann nämlich nach hinten losgehen, wenn man dann wirklich mal in der Klemme steckt. Ja, ich werde jetzt aufpassen. Wie gesagt, gehen wir mal rein. In den Keller. Immerhin kriegen wir ja neue Items. Aber wir haben jetzt keinen Shop mehr oder sowas. Oh, das ist gut. Armbrust will ich nicht nehmen. Ich bin eigentlich auch nie so der Armbrust-Fan gewesen. Oh, eine Hütte. Ein Hut. Reif der Sühne. Widerstand gegen Schadensarten. Was sind denn Schadenarten? Nein, das andere ist nur ein Text. Das 40 Gegenstandsmacht. Okay, ich nehme es einfach mal mit. Ich habe ja sonst nichts. Und übrigens auch das Inventar. Das habe ich letztes Mal gar nicht erwähnt. Das Inventar ist auch komplett anders, als ich es in den anderen Diablo-Teilen so kenne. Das hat hier scheint jeder Inventarplatz seine eigene, dieselbe Größe zu haben. Kann man gut finden. Ich finde es halt ein bisschen... Ja, es nimmt die Inversion ein bisschen, weil wenn du kannst zum Beispiel so viele fette Rüstungen tragen und dafür, und das ist gleichzustellen wie kleine Dolche. Das heißt, das Farmen wird hier leichter sein als in anderen Diablo. Ich kann verstehen, dass viele Spieler sagen, nee, das dauerhafte Zurücklatschen, was ist das? War das eine Falle oder so? Oh, der hat irgendwas mit Kälte. Eingefroren. Achso, das ist ein Effekt. Ich schieß mal einfach rein. Ich habe ja keine Haltbarkeit, das heißt, ich kann hier theoretisch rein spammen. Das durfte hier nicht passieren. Ja, es nimmt auf jeden Fall ein bisschen. Es ist ein bisschen schade. Für mich persönlich. Für andere könnte es natürlich cool sein, weil man halt nicht ständig zur Stadt zurückrennen muss. Weil die Gegenstände halt. Den Platz wegnehmen und man möchte sie auch nicht liegen lassen. Kann ich komplett verstehen. Warte mal, mehr ist das nicht? Nur dieser eine Boss und das war's? Das kann doch nicht alles sein, oder? Ist nichts. Ist nichts. Das ist wirklich nur so ein Mini-Dungeon. Kann ich die Fässer zerstören? Nee. Kein Schalter, kein Geheimgang. Schade. Schade, schade. Marmelade. Na dann. Gehen wir wieder raus. Ja, und ich denke mal auch, die Gegner spawnen nach. Was ist das hier eigentlich hier? Irgendwelche Pfeile. Auf jeden Fall haben wir jetzt nur noch einen... Also, wir haben zwei mögliche Wege. Wir gehen natürlich beide. Um gar nichts zu verpassen. Und ich freue mich schon... Was war das? Ich freue mich schon, wenn wir... Endlich dieses Schneegebiet... aus diesen Schneegebieten rauskommt. Weil das ist nicht so... Also, ich mag das überhaupt nicht. Also, ich... So eine Wüste ist zwar schon ein bisschen cooler, aber so... Ja, so Eiswüsten oder Eisgebirge
Das mochte ich nie so. Stehe ich nicht so drauf. Das sieht echt schön aus alles. Oh, Spinnen. Spinnen sind keine Rudeltiere. Hat man das euch nicht gesagt? Was sind das? Ach du Scheiße. Wo sieht da jetzt? Ach, das ist eine Höhle. Auf der Karte. Das sind vielleicht die Höhlenausgänge? Ja, gehen wir mal rein, oder? Schieß mal ein bisschen rum. Oder da, der sucht sich schon sein Ziel. Das ist so, ich bin einfach so mega schlau. So ein Mastermind. Ich wusste ganz genau, dass das nützlich sein wird und deswegen habe ich es geskillt. Und jetzt ist es eine saugute Fähigkeit. Du Scheiße, wer schießt denn da rum? Bist du fertig? Rang des Leger. Leder. Gehen wir noch oben lang, dann geht's ja wieder raus. Oh, was bist du denn? Binnenwirt. Oh. Da hat. Oh shit. Ich stehe voll drinne. Aber so viel Damage macht's gar nicht. Nimm mal das Ding. Hab ich? Oh, so viel Gold. Oh, hier geht's noch. Oh, hier geht's steil nach oben. Oh, das ist aber auch cool. So von der Perspektive. Und hier rutscht das Zeug runter. Das sind schöne Details, das mag ich. Also der Detailgrad wurde auf jeden Fall sehr angehoben. Ah, da trifft was. Ah, ist tot? Ne, der ist noch. Ist so schön, wie ich hier einfach um die Ecke geschossen habe. Hier geht's wieder raus. Ich dachte, ich kann die abschießen. Oh, come on. Okay. Hupsi. Das bringt aber nichts. Das ist einfach nur da. Oder rächen die sich irgendwann? Ich habe einen Lebenspunkt verloren. Ach, was soll's. Ist nicht verschwendet. Ein Lebenspunkt geheilt. Ah, hier kommen sie von oben runter. Ich muss auch öfters mal die Superfähigkeit einsetzen. Ach, scheiße. Auf. Knabber mich nicht an. Ist auch wieder. Oh, so viel Leben. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden sollte, weil so muss ich nicht aufpassen. Überqueren. Ach, ich muss jetzt springen oder was? Ah, nee, ducken. Oh. Das ist neu, das gab's noch in kein Diablo. Jetzt hat diese Fähigkeit auch einen Sinn, weil sonst kannst du immer nur hin und her rollen. Das kann übrigens jeder Charakter. Also ich hab ja einen Zauberer, das kann ich ja verraten. Ich habe einen Zauberer angefangen parallel, um halt auch was anderes als einen Kämpfer zu haben. Und bei dem war es genauso, der hatte auch diese Fähigkeit. Und wie gesagt, ich weiß natürlich, es gibt hier mega krasse Möglichkeiten, die runterklettern. Okay, mache ich. Oh shit. Bin ein Level gestiegen. Zu meinem Glück. Ach, die sind auch tot. Noch eine Herausforderung bekommen. Und einen neuen Skill. Neuen Skill. Ja, also mir ist bewusst, dass man das hier mega krass competitive spielen kann. Aber, achso, ich dachte, das wäre Deko. Die Fledermäuse. Ich dachte mir so, hä, warum, was wollen die jetzt? Wollen die mir was zeigen? Aber, das gibt's bei mir nicht. Also ich will jedenfalls so nicht. Ich denke mal, das ist schon gut genug, wenn ich es einfach spiele. Und die Story genieße. So, jetzt könnte ich den Sperrfeuer, den habe ich ja immer noch nicht hier drinne. Und hier ein Schnellfeuer. Ich brauche noch ein paar Punkte, damit ich hier runterkomme. Ich könnte aber auch einfach hier weiter rein investieren. Das erhöht die Trefferchance. Und bis zum Maximum 15%. Was ist das? Kraftvoller Pfeil. Was ist durchschlagender Schuss?
Wo ist ein Durchschlagender? Ist das hier? Nee, das ist Sperrfeuer. Hier ist Durchschlagender. Die kann ich noch stärker machen. Ah, ich würde den... Eigentlich ist die Standardattacke besser. Ich mach... Was kann ich denn da noch machen? Wenn er hat so einen kritischen... 4 Sekunden lang 8% Angriffsgeschwindigkeit. Also er wird schneller. Er hat so erhöht außerdem 4 Sekunden lang euch erlittenen kritischen Trefferchance. Oder... Primärer Herzsucher. Herzsucher springt zu einem zusätzlichen Gegner. Das klingt gut. Wir machen das hier. Wir investieren da. Und das läuft ja trotzdem weiter. Weil ich ja den Punkt investiert habe. Oh, es ist so viele Möglichkeiten. Ah, es gibt auch eine Paragon-Stufe, sehe ich. Nochmal euch abzuholen. Paragon-Stufen ist eine Sache aus Diablo 3. Dass man sozusagen ein Maximal-Level hat. Und wenn man das erreicht hat, steigt man trotzdem noch so Pseudo-Level. Und die nennen sich dann Paragon-Stufe. Das heißt, man kann dann trotzdem weiter Stufen steigen und stärker werden. Ich finde die Idee doof, weil... Wozu macht man denn ein Maximum-Level, wenn man dann trotzdem weiter levelt? Dann kannst du doch einfach stinknormal Level lassen. Dann ist doch das mit Paragon völlig sinnlos. Dann machst du auch wie Diablo 2. Da konnte man bis Level 99 leveln. Und das hat lange gedauert. Und das hat vollkommen gereicht. Du hast Level 99, ging es richtig ab. Mit natürlich den richtigen Sets. Oh, jetzt habe ich... Ernten. Kräuter und Erz lassen sich in den ganzen Welt... Handwerker könnten... Ich kann jetzt Sachen sammeln? Wir dürfen ja nicht vergessen, dass das hier ein Online-Spiel ist. Also noch mehr online als... Als Diablo 3. Aber interessant, wie man hier... Man wird nicht komplett beworfen von mit allen Features. Aber wisst ihr, was ich nicht vermisse? Bücher, die man finden kann und die der Charakter oder irgendein Charakter vorliest. Das habe ich zum Beispiel nicht vermisst. Weil ich habe sie mir teilweise irgendwann nicht mehr angehört. Vor allem, weil sie einfach mitten im Kampf dann, du hast dann diesen Dialog und das willst du eigentlich gerade gar nicht. Weil du es aussehen auch eingesammelt hast. Das gibt's hier auch nicht anscheinend. Anscheinend. Wie gesagt, ich will jetzt noch nicht vorweggreifen, kann natürlich immer noch was kommen. Aber hier wird es ganz gut, man wird ganz gut rangeführt. Also man fängt hier wirklich nicht gleich mit allen Features an, sondern wirklich nach und nach. Und das ist gut so. Große Ebene hier. Warte mal, der Eremit müsste in diesem Gebiet sein. Ach, schon wieder alles erkundet. Hier ist noch wieder... Was bedeutet... Das sind so Sachen, wo man hochklettern und ducken muss, wa? Auf der Suche nach Antworten. Ödes Hochland, zersplitterte Gipfel. Wie kommt man eigentlich hier rüber? Ach, warte mal. Hey, da hätte ich lang gehen können. Ah, da war ich schon, oder? Doch, da war ich schon. Ich habe nur diesen Zippel hier nicht erkundet, glaube ich. Ja, und hier ist Schluss eigentlich, oder? Da geht's hier irgendwo. Hier ist die Straße. Finde die Hütte des Eremiten. Die muss ja irgendwo hier sein. Wir sammeln weiter. Sieht man das überhaupt, wo ich das Zeug sammle? Oh, ich habe neue Gegenstände, oder? Hier ist mein Gold. Eben, Rüstung, Angriffsstärke. Materialien, ah. Ach, da hat man extra Inventar. Also man müllt sich nicht voll. Ach, hier ist das überragende Leder. Ich denke mal, wird später zur Stunde noch der Punkt kommen, wo es dann erklärt wird, was ich damit alles machen kann. Ah, ich weiß nicht, ob ich da ein Freund von bin, jetzt noch nebenbei Sachen zu craften. Also ja, ist bestimmt cool, um sich Sachen selber herzustellen zu lassen oder so. Aber ich weiß nicht. Diablo habe ich immer nur gemocht. Du gehst einfach ins Dungeon, killst einfach alles weg, steigst Level, überlebst den Boss und du lootest einfach das Zeug. Das ist Diablo. Das scheint dir der Eremitenhütte zu sein. Ich gehe da jetzt noch nicht rein. Ich gucke mich erstmal um. Noch außerhalb.
Bin ich geschwächt eigentlich? Ne, 72. Findet man ganz gut Zeug und sehr wenig Gegner. Na gut, es ist eine eisige Öde. Aber trotzdem bin ich es eigentlich mehr gewohnt, dass hier mehr Gegner. Die Straße ist blockiert. Sie sollte wieder frei sein, wenn sich der Sturm gelegt hat. Das hast du schon mal gesagt. Dein Sturm, der sich gelegt hat. Die Straße ist blockiert. Sie sollte wieder frei sein, wenn sich der Sturm gelegt hat. Das kennen wir schon. Die Straße ist blockiert. Sie sollte wieder frei sein, wenn sich der Sturm gelegt hat. Also, das sind sozusagen später Wege, die ich noch gehen kann. Die sind jetzt noch nicht freigeschaltet für mich. Hier ist wahrscheinlich wieder eine Straße blockiert. Jo. Oh, ich hoffe, man hört den Alarm nicht im Hintergrund. Och. Ich hoffe, das ist jetzt nicht auch in einer Aufnahme drin, ne? Muss ich mal gucken. Das war der Alarm. Achso, bin ich denn jetzt? Ach, ich laufe jetzt wieder zurück, okay. Aber ich habe noch ein paar Sachen übersehen. Sieht man ja. Aber man kann auch nur... Ich finde es ein bisschen schade, dass man da nur einmal rollen kann und dann dauert es eine Weile, bis man nochmal kann. So, ich glaube, mehr können wir nicht machen. Und ich denke mal, nach dem Eremiten, ich glaube, dann kommt man wahrscheinlich dann weiter. Deswegen, let's go, würde ich sagen, ne? Falls er überhaupt noch lebt. Was ist denn das? Leere Flasche. Eine seltsame Ansammlung leerer Flaschen. Manche von ihnen stinken noch immer nach starkem Alkohol. Hm. Das ist auch neu, sowas. Ist hier jemand? Ein Kessel. Gefäße. Die klauen ja nicht das Essen von jemandem. Kräuter, Pilze, Organe, nicht zum Kochen geeignet. Hm. Das ist ein Eremit, der lebt halt alleine, ne? Was auch immer da köchelt, riecht furchtbar. Hm. Ist schön, dass man das alles noch untersuchen kann. Seltsamer Schädel. Sieht aus wie ein Dämonenschädel. Und hier ist ein verstreute Bücher. Was ist denn das? Notizen zu Versuchsobjekten. Jung. Gerade erst verwandelt. Einfach zu töten. Weiter südlich als die anderen. Sie verbreiten sich.